Moin! Ein wunderschönen Moin. Wir haben euch nicht vergessen. Nein, 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 nein. Willkommen bei Klintneck. Gassi-Runde. Bestimmt von einigen schon sehr, sehr vermisst. Wir waren da, wir waren nicht weg. Ich treibe mich im Moment auf meinem neuen Kanal rum. Stricknadel, weil ich sehr viel stricke im Moment. Therapie stricken. Sozusagen der Weg ist das Ziel. Im Hintergrund seht ihr. Guten Tag. Moin. Sven ist total schlapp. Fix und Foxy. Was so eine Krebserkrankung hinter sich zieht. Jetzt geht das um die Reha. Und Arndt Hoop hat im März Plätze frei. Ratzeburg hätte ab November welche. Jetzt meldet sich sein Sachbearbeiter aus Lübeck, dieser faule Sack nicht. 45 Minuten klingeln lassen und dann nimmt er ab und legt auf. Fax ausgestellt, Sender angerufen und Bescheid gesagt. Ja, aber der ist für den 1.4. zuständig. Oh. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen. Hast du genug Frühling mit? Für die ganzen Raben, die jetzt da ankommen. Guck das mal an. Alfred Hitchcock, die Vögel ist nix. Beste waren 20. 20. Oh. So, pass, dass sie dir nicht gleich die Augen auslutschen. Arschlochkind. Ja, mit dem ganzen Kram da, mit diesen Anträge, Abträge, da anrufen, einschreiben. Heilstättenantrag, Änderung. Ja, jetzt geht er wohl nach Ratzeburg. Ja, die haben ja Termine frei. Und damit ist man dann immer in Gange. So deprimäßig war ich auch nicht so auf der so seelisch war ich auch nicht so auf der Höhe und immer schlapp und immer müde. Und da muss man sich schon selber in den Arsch treten, dass man da aber irgendwas im Haushalt macht. Denn Sunny, der. Heute hab ich das auch. Ich hab nee, aber du hast schon Kuchen gebacken. Für unser Sohn 2, der morgen 21 wird. Volljährig. Von Sven kriegt er dann gestrickten Strampelanzug und Schnurrlamm. Komm her. Ja, jetzt ist er dann morgen voll geschäftsfähig. Ja, und so vorstellen wir uns so durch die Tage. Immer so eine schwarze Wolke um uns rum. Ja, fein. Fein. Ja. Ja. Ach, ist das schön. Was hat er? Oh, den kackt neben die Scheibe und dann. Ich hab Büdel. Ja, legt seine Frisbee-Scheibe dahin, daneben und lässt sie nicht wieder nehmen. Jetzt braucht ihr nicht sagen, solange er nicht draufkackt, das hat er auch schon gemacht. Oh, gestern Abend bin ich hier spazieren gegangen und dann diese, wie heißt das? GPS? Geocaching. Geocaching, oh. Die parkten dann da. Im Stechschritt los mit Taschenlampe und hier unten
war so ein Geo-Catchpunkt und da hinten auch. Und Sven hat gesagt, nee, das, die sind nicht mehr da. Ich sag auch, ich soll mir mit was anderes anfangen als abends um 7 oder um 6, was weiß ich, loszuziehen und Geocaching zu machen. Unsere Sturmschäden. Unsere Sturmschäden hier. Evi, was los? Emotionaler Ausbruch. Guck mal, Leberwurst, ich hab Muffin. Ah, Sven hat ja auch Bartwuchs wieder. Und jetzt guckt euch das mal an. Aha. Die fühlen sich an wie Mohair. Wie so ein Mohair-Tressenkäppchen. Und der Bart wird ganz dunkelgrau. Das sieht aus wie Schmau. Als wenn er wie so Herr Meister Schurich am Schnüffelstück saucht. Ich bin jetzt Hassan Sven. Das ist aber gut gezielt, da, Hausverräter. Ja. Treffe ich. Ja. Deswegen, du warst ja auch weltbester Ringewerfer auf dem Honnermarsch Kinderfest, ne? Ja. Überhaupt nicht haben dieses Jahr sind Eicheln. Nicht eine einzige. Ne, Svenny? Nee, keine Eicheln. Gar nicht. Es gibt ja die fetten Jahre und es gibt die mageren. Das ist wohl das super magere Jahr. Und ich hier mit der Mooshammer Gedächtnisfrisur. Meine Augen sind so ein bisschen so, als wenn ich Allergie habe. So. Die sind saftig. Mal sagt man ja, wenn es nicht viele Eicheln gibt, dann wird der Winter auch nicht sein. Ah, kann es auch nicht nachgehen. Bei dem Klimawandel. Ich glaube ja auch auf La Palma da. Der wird noch richtig. Jetzt sind da irgendwie 4 Schlote. Ich gucke da immer, Bananeninsel nennt sich der Kanal. Der macht immer so kurze Updates von dem Vulkan. Ich glaube, dass das dann noch mal richtig knuspern wird. Und der Ätna auch. Ich sag nur Pompeji. Wenn eine pyroklastische Welle da ankommt, dann mal gute Nacht, Marie. Das war ja auch, wie wir damals auf Santorin waren. Und Sven dann gesagt hat, naja, wenn der Vulkan jetzt unter uns mal richtig forzt, dann sind wir auch weg. Gib her, Odin, komm her, gib ab. Das ist eine neue, die ist von Chibo, die leuchtet im Dunkeln. Na?
Möchtest du noch ein Leberwurstpäckchen? Warte. Ich habe da noch eins. Tada! Super! Oh. Einfach nur mal so ein paar Laub- und Herbstimpressionen. Weil wir reden nicht so viel. Ich glaube, den Nussschwätzer. Ich sag dir. Riecht wieder so schön, ne? So nach verbrannten Kaminholz. So. Das ist unser Kuchen. Das ist unser Kuchen. Das ist eine Klamotten. Dann wird das aber wirklich Kohle. Wir haben gestern Abend, ich habe gestrickt und dann haben wir auf Netflix geguckt. Light Out. Wenn jemand so ein bisschen Horror mag. Gitter hat den sich abends auch noch angeguckt und musste danach dann was Entspannendes noch gucken. Nicht, der ist nicht so blutig oder so. Aber es ist schockig. Jo. Mach was anderes, ne? Jetzt weiß ich auch, warum du immer mit Licht anschläfst. Alles Weihnachten. Kannst du dir Klingel schenken, was? Was? Alles Weihnachten kann ich dir Klingel schenken. Ja, das muss man immer alles wissen, ne? Ja. Olli. Was, wo kommt der her? Wo gehört denn der hin? Nein. Olli, kehr das doch mal hin. Komm mit, Muffin. Hier, Muffin. Ich würde lieber weggehen. Ui, hier, das doch hier mal. Nee, geh mal ab. Ist das ein Mädchen? Ja. Dann haben wir ja keine Gefahr. Nimm mit, Odin, komm! Wäre ja mal schön, wenn man auch das Härchen dazu mal irgendwo sieht, ne? So was kann ich mal nicht ab. Ja, ist doch egal. Und dann pfeifen sie nachher mit ihrer Büffelpfeife sich da die Lunge aus dem Hals. Oder sie wundern sich, wenn ihr Hund dann nachher in Fetzen irgendwo hängt, ja. Ich dachte, du wolltest dich auf den Kopf treffen. Nee, der war's schon. Ja, ja, komm ich mal an ohne Lachen. Los, von da! Oh.
Alles gut. Bleibst du da jetzt so lange stehen, bis du was kriegst? Ja. Oder? So, Michi, jetzt ist lange. Jetzt ist alle. 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 Du auch jetzt. I'm so happy with you. Oh, happy. We are happy. Ja, ganz happy. Und streit und schreit und scheint 24/7 die Sonne aus dem Arsch. Ja. Ja. Die Gewitterwolken, die davor sind, zählen wir mal nicht mit. Da sitzt die Katz. Da hängt der Elchschiedel. Wenn ich dran denke, zeige ich euch nachher mal das Igelhäuschen. Wie aus dem Blindkasten. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, ne? Ja. Am Mittwoch um 9.57 Uhr. Ich habe heute einen Termin im Diabetologikum zur Blutbildbesprechung und Urinbesprechung. Mir ist eben meine Selta umgekippt und Scheiße, die brauche ich ja nicht. Ich habe meine Karte abgegeben vorgestern. Nee, brauche ich nicht. Ja, brauche ich nicht. Ja, ich habe hier einen Lou, der gehört eigentlich gar nicht mir. Den habe ich für Sven's Pullover gestrickt. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich mir den umgebunden habe, ehrlich gesagt. Mir ist tierisch warm und ich muss ihn mal abmachen. Ich bin noch nicht so lange wach. Ich muss erst mal sammeln. Das ist alles so irre. Ich habe mich schnell fertig gemacht und habe mir eine Jeanshose angezogen. Ich glaube, ich hatte die noch nie an. Die habe ich einfach so aus dem Schrank gerissen. Und ich habe noch nie ein assigeres Blau gesehen wie das. Oben sitzt sie so bis unter die Brust. Und ich habe kein Gürtel um. Nicht, dass sie rutscht. Dann hat unser Sohn ja heute Geburtstag. Sohn 2, der ist 21. Und der läuft noch in der Kuhje. Und nestelte dann da vor der Tür rum. Und ne, bist du wach? Ja. Weil wir wollten ja wenigstens sein Ständchen singen. Sven hat gestern noch eine Happy Birthday-Girlande angebracht. Wie lange hatten wir eigentlich den Kuchen im Ofen? 4 Stunden? Der war irgendwie wie Pudding. Aber er ist jetzt was geworden. Er ist ein bisschen schwer und schleifig. Ja, und dann kam Christian aus dem Zimmer, dann haben wir sein Ständchen gesungen. Ich mache hier immer noch Filmaufnahmen. Ja. Und wir haben Geld geschenkt, ne? Also so ein Stofftier oder Playmobil, da ist er ja raus mit 21. Mit Geld können sie immer was besser anfangen. Ich glaube, jetzt kommt auch schon wieder das neue Call of Duty irgendwie raus. Immer so um seinen Geburtstag rum kommt irgendwie ein neues Spiel. Vielleicht kann er sich das ja holen. Ja. Also wenn man so nur 20 Minuten wach ist und hat eine Katzenwäschetoilette hinter sich, einmal durch die Haare gepustet und ein bisschen Haarspray. Es ist alles so surreal. Das Lied, was da läuft, das ist, steht das da, wer das singt? Colorado, Milky Chance, Colorado. Da waren wir in Eckernförde und ich, bei dem Lied singe ich immer irgendwas. Und Sven singt immer Colorado, Colorado, Eckernförde. Anstatt Colorado. Eckernförde.
Singt er das nicht? Look at Mary, Colorado Mary. Push it with the sound. Das manchmal so, dass ich sage, so nach der Gassi-Runde oder einfach so. Ich komme mir vor, als wenn ich vom Sperrmüll zurückkomme. So schnubbelig. Oder als wenn ich gerade aus dem Keller komme. Und jetzt, wenn ich ihn zusammen, ich komme mir vor, als wenn ich aus dem Keller komme und vom Sperrmüll komme, so zeitgleich. So doppelte Dosis. Das finde ich ekelig. Ich fühle mich auch im Moment überhaupt nicht gut. Antriebslos, direkt antriebslos. Ja, falls nicht jemand von meinem Hauptkanal, diesem jemen hier, Klönsnack, auf meinem Zweitkanal, Stricknadelwald unterstützen will, ihr müsst ja nicht stricken oder häkeln oder löffeln oder so. Ihr könnt ja mal gucken. Denn da treibe ich mich im Moment auch um, weil ich sehr viel stricke. Therapiestricken nenne ich das. Und deshalb auch dieser Loop. Ich drehe hier gleich meine Kamera. Also ich stricke immer so, ich habe ganz tolle Bücher und Anleitungshefte und so. Aber ich stricke immer so, wie es mir gefällt. Im Moment stricke ich an einem zweiten Winterpulli für Sven. Und das ist ein mobiler Loop. Ein Rolli, den er wahlweise drauf oder abmachen kann. Und in dieser Acrylwolle ist auch der Pullover. Ich werde euch einfach mal den Zweitkanal unten in die Infobox verlinken. Dann braucht ihr nicht das in die Suchleiste eingeben. Und dann kann man ja mal sehen. So. Da hatte ich dann natürlich versprochen, eigentlich wollte ich bei 50 Abonnenten so eine kleine Verlosung da machen. Und dann bei 100, jetzt bin ich da schon bei über 200. Und bei 200 habe ich dann gesagt, also beim nächsten Video mache ich dann da so eine kleine Verlosung. Da geht es dann eben halt um Wolle, ne? Oder eine Häkelnadel gewinnen oder mit zwei Knäule. Ich weiß es noch nicht. Also seit meinem Erkan-Förde-Pulli, den ich gestrickt hatte, der auch in dem, ich glaube, im ersten Video zu sehen ist, sind nur 3 oder 4 Videos auf dem Kanal. Da sagt Sven auch, da bist du ja exzessiv dabei, ne, beim Stricken. Und ich sage ja. Und ich gucke mir im Moment ja auch sehr viele Strickpodcasts an. Ich habe da so meine Stammgucker, die ich gucke. Und hin und wieder abonniere ich auch einen neuen Kanal mal. Aber es ist schwer. So, das muss ja auch zu einem passen. So. Ja. Was mir da sehr aufgefallen ist, das ist jetzt ziemlich neu, finde ich, dass sie jetzt mit ihren Strickarbeiten da auch so Buchvorstellungen, was sie gerade lesen oder das Hörbuch hören während des Strickens. Das ist sogar neu dazugekommen. Und die Pilze aus dem Boden schießen eigene Shops. Also die kaufen sich dann so Unistränge. Und färben die dann ein und haben dann eigene Wollshops. Ich glaube, jeder zweite oder dritte Podcast hat auch schon einen eigenen Shop. Ich muss ja immer meinen Samt überall dazugeben. Bei einigen, da habe ich dann, ist mir so aufgefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Atelier Citron oder Lana Grossa oder was weiß ich, wo mir so einen Rohwollstrang bestelle und ich weiß dann, was die Base ist da von diesem Strang, meinetwegen Merino
Seide oder was weiß ich, Merino-Poly oder Schurwolle, Superwash. Der Strang ist identisch. Farbe weiß ich nicht. Säurefarbe fährt man ja Wolle eigentlich. Und das ist alles so identisch und dann kostet da meinetwegen ein Knäuel oder ein Strang 100 Gramm 16,95 und die anderen über 20. Das finde ich dann schon ganz schön happig, wenn ich überlege, dass ich für einen Pullover mindestens 6 Stränge brauche oder so. Ich bin ja so ein Acrylstricker. Und da gibt es da so Kategorien für mich. So die. Ich sag immer so wie bei der Titanic. Acrylwolle bist du ganz unten. Nicht alle, aber viele dann. Plastikwolle. Und das darf man ja auch gar nicht eigentlich Wolle nennen. Weil Wolle ist ja vom Schaf und Acryl kommt ja nicht vom Tier. Das ist ja eigentlich Garn. Obwohl die einzig wahre vegane Wolle ist halt Acryl. Das andere ist alles tierisch. Oh, wir sind ja schon da. Wir waren eben noch bei Kaufland einkaufen und ja, dieses lange Warten da, lange Art. Meiner war nicht da, Dr. Dillmann, seine Frau als Vertretung. Dann habe ich Vitamin D-Tabletten wieder einmal die Woche, muss ich die nehmen, verordnet gekriegt. Und sollen wir dann einen Termin im nächsten Quartal mal beim Rheumatologen holen und das war's. Ich beende hiermit das Video, ne? Und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage.